Der Lokführerstreik in Baden-Württemberg endete heute Morgen um 6 Uhr, doch es dauerte bis in den Nachmittag hinein, bis die regulären Fahrpläne wieder eingehalten werden konnten. Besonders in den Ballungsgebieten um Stuttgart und Mannheim mussten die Fahrgäste weitere Zugausfälle und Verspätungen hinnehmen. Die Lokführer streikten für 5% mehr Lohn und für eine um 2 Stunden verkürzte Wochenarbeitszeit. Auch Zugbegleiter, Bordgastronomen und Disponenten legten die Arbeit nieder. Die Bahn bezeichnete den Streik als völlig überzogen.